Herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video werde ich euch die drei wichtigsten Settings zeigen, die auf jeden Fall jeder genau so eingestellt haben sollte. Falls ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos verpassen wollt, lasst ihr gerne ein Abo da. Außerdem schaut gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei und tragt natürlich gerne meinen Creator-Code TheAircraft im Item-Shop ein. Und damit würde ich sagen, beginnen wir direkt mit den ersten Einstellungen. Und dafür müssen wir einmal auf unsere Desktop gehen, dort einen Rechtsklick machen und dann das Nvidia Control Panel auswählen. Das funktioniert natürlich nur, wenn ihr eine Nvidia Grafikkarte auch habt. Das heißt, falls ihr ein Benutzer einer AMD-Grafikkarte seid, werden euch die ganzen Einstellungen jetzt erstmal nicht weiterhelfen. Am Ende gibt es trotzdem noch ein paar Einstellungen, die auf jeden Fall jedem weiterhelfen können. Ansonsten könnt ihr auch noch das Nvidia Control Panel hier in der Suchleiste ganz normal aufrufen. Und wenn ihr das hier geöffnet habt, öffnet sich dieses Fenster. Dort werdet ihr als erstes einmal auf die Just Image Settings geleitet und dort solltet ihr als erstes mal hier die Advanced 3D Image Settings aktivieren, denn damit könnt ihr immer die ganzen 3D-Settings über Nvidia controllen. Dazu kommen wir allerdings gleich, denn kommen wir zuerst zum allerwichtigsten überhaupt. Und zwar müsst ihr dafür einmal hier auf Change Resolution gehen, beziehungsweise Auflösung ändern gehen. Dieses Problem gibt es, glaube ich, tatsächlich nicht bei AMD-Grafikkarten. Also falls ihr eine AMD-Grafikkarte habt, müsst ihr euch, glaube ich, eigentlich darum gar nicht so wirklich kümmern. Das ist eben halt, wie gesagt, nur etwas, was man wirklich bei Nvidia-Grafikkarten hat. Und hier bei diesem Reiter könnt ihr eben halt oben einmal eure ganzen Bildschirme sehen. Falls ihr ein Bildschirm habt, wird dort ein Bildschirm angezeigt. Falls ihr mehrere habt, werden da wie gesagt natürlich mehrere angezeigt. Dann solltet ihr als erstes einmal auf eurem Main-Bildschirm gehen, also auf dem ihr immer Fortnite zockt. Und dann ist das standardmäßig hier auf der oberen Einstellung eingestellt unter Ultra HD, HD und SD. Und dort ist das dann immer die Native-Einstellung, die am Anfang eingestellt ist. Und dort seht ihr schon bei der Bildwiederholungsrate hier rechts steht nur 60 Hertz, ihr könnt auch aufklicken, es werden nur 49 Hertz und 50 Hertz noch angezeigt. Und deshalb müsst ihr als erstes hier ein bisschen runterscrollen, bis ihr bei den PC-Settings seid. Und dort könnt ihr dann wiederum die genau gleiche Auflösung auswählen, also immer meistens wahrscheinlich 1920x1080p. Und wenn ihr darauf klickt, dann sollte sich schon etwas bei der Bildwiederholungsrate ändern. Ansonsten checkt hier nochmal kurz bei der Bildwiederholungsrate rein und guckt, was immer die höchste Einstellung ist. Bei meinem Monitor wären das zum Beispiel 240 Hertz, bei anderen können es 144 oder 165 Hertz sein. Und falls ihr immer nur einen 60 Hertz Monitor habt, dann wird das Ganze natürlich auch so oder so nichts ändern, da 60 Hertz Monitore so oder so immer schon auf der Grundeinstellung so sind. Da müsst ihr nicht irgendwo noch weiter runter scrollen. Aber auch bei 144 Hertz Monitoren müsst ihr dann immer drunter scrollen und dann hier nochmal das einzeln auswählen, damit ihr eben halt hier die 144 Hertz oder was auch immer eure Bildwiederholungsrate des Bildschirms ist. Das müsst ihr da auf jeden Fall einstellen, denn wenn ihr das halt nicht eingestellt habt, dann werdet ihr ganz einfach nur auf 60 Hertz spielen können und damit habt ihr euch dann am Ende einen teuren Monitor gekauft und nutzt am Ende gar nicht das, was der Monitor überhaupt kann. Dann geht es als nächstes in den 3D Settings weiter. Hier kann man das genauso auch bei AMD einstellen und zwar sollte man hier erstmal alles, was Performance angeht, also überall, wo irgendetwas mit Maximum Performance oder so steht, sollte man immer das auswählen und überall, wo vielleicht irgendwas mit Optimal Power oder irgendwie Optimal Quality steht, das sollte man auf jeden Fall ausmachen und überall einfach bei allen Einstellungen einmal durchgehen und Maximum Performance auswählen. Damit hat man im Prinzip schon die Grundsettings. Der Rest ist nicht so wirklich wichtig. Das wird so oder so das meiste vom einzelnen Game dann eben halt in den meisten Fällen eben halt von Fortnite ganz einfach kontrolliert. Und da macht das so oder so keinen Unterschied, wenn man hier was einstellt. Deshalb stellt einfach bei allen Sachen einmal ein, dass ihr die maximalen Performance wollt, nirgends irgendwelche Power-Saving Sachen haben wollt und dann müsst ihr das Ganze natürlich am Ende, genauso wie hier auch beim Auflösung ändern, einmal noch mit Apply bestätigen, dass hier die ganzen Einstellungen letztendlich auch wirklich übernommen werden. Danach geht es dann nicht mehr in den Nvidia oder AMD Einstellungen weiter, sondern es geht dann in der Systemsteuerung weiter. Dafür müsst ihr einfach einmal unten in der Windows Suchleiste Control Panel beziehungsweise Systemeinstellungen suchen und hier müsst ihr einmal auf Hardware and Sound klicken, dann auf die Power Options gehen und hier steht dann nämlich die Einstellung, wie viel Energie euer PC verbrauchen darf. Das steht meistens standardmäßig auf Balanced und dafür müsst ihr eben halt, weil ihr eben halt natürlich nicht die maximale Energiesparmodus irgendwie haben wollt, müsst ihr eben halt auf die erweiterten Pläne hier schauen und dann einmal High Performance auswählen. Dann müsst ihr auch nichts mehr mit Apply drücken, sondern es ist dann automatisch gemacht und dadurch könnt ihr immer zusätzlich auch nochmal die maximale Performance rausholen und ihr geht halt nicht irgendwelche unnötigen Powersparpläne ein. Dann geht es nochmal zur dritten und letzten wichtigen Einstellung. Und zwar
kannst das in den Mauseinstellungen. Das betrifft euch natürlich in der Regel eigentlich nur, wenn er so oder so mit Maus und Keyboard zockt. Wenn er mit Controller zockt, dann macht das in der Regel nicht wirklich einen Unterschied. Aber falls ihr mit, wie gesagt, auf Maus zockt, dann solltet ihr auf jeden Fall hier einmal reingehen. Dafür einfach einmal unten die Mauseinstellung suchen. Dann hier auf die Additional Mouse Options klicken und dann hier auf Pointer Options gehen. Und dort ist standardmäßig Enhanced Pointer Precision angestellt. Und das solltet ihr auf jeden Fall ausstellen. Denn wenn ihr das anhabt, dann wird eben halt nicht die direkte Bewegung, die ihr mit der Maus macht, auch ins Game übernommen. Und ihr wollt natürlich in Fortnite auf jeden Fall, dass eure Mausbewegung genauso auch im Game übernommen wird. Deshalb macht das auf jeden Fall aus. Klickt dann noch auf Apply, dann auf OK natürlich noch einmal drücken. Und damit sind wir auch schon mit den Einstellungen durch. Ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Wenn es so sein sollte, lasst gerne eine Bewertung da. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.